So, und herzlich willkommen zurück zu den Tales of Berseria. Beim letzten Mal haben wir uns ja in das Abwassersystem der Stadt geschlichen, damit wir über das in den Palast kommen, um dort einen Auftrag auszuführen, aka einen Hohepriester töten. Außen haben wir heute eine weitere Code Red Jagd, die auf uns wartet. Mal gucken, wann wir die erledigen können. Aber erst müssen wir ganz lange noch ein bisschen erkunden. Mal gucken, was sich noch so findet. Insofern ich heute den richtigen Weg eingeschlagen habe. Jeden Fall, die Slimes sind natürlich auch wild. Eventuell sollte ich die mal alle nach und nach auslöschen. Boah. Oder kann ich die zusammenlocken, das wäre auch wild. Dann hätte ich da doppelt so viele Slimes, die ich noch bekämpfen könnte. Dann so zack, mystische Art und der Loot droppt und droppt und droppt. Das hätte schon was. So, ich könnte da jetzt noch tiefer gehen. Aber eigentlich hätte ich lieber erstmal das Vieh gefunden. Okay, es ist so, dass ich falsche Richtung wäre. Ich gehe nochmal zurück. Ja, jetzt wäre die Sprintfunktion nämlich wie Baba gewesen. Am Ende habe ich nämlich auf der anderen Seite irgendwas übersehen. Aber das geht auch einfach. Oh, der ist aber neu hier. Ja, der war vorher definitiv nicht da. Ach, was soll es auch? Oh ja, hau raus. Immer gönn dir, Kollege. Hoffentlich geht Rockwest nicht wieder sinnlos drauf. Mit Eisen und Sokuru fressen doch gerne mal ein bisschen Schaden. Wild. Dieser neue Angriff, den ich habe, ist natürlich auch geil. Dieser Wasserschneider, was auch immer das ist. Das fetzt schon gut. Ich hätte jetzt auch mal Bock gehabt, die mystischen Art von Rokuro rauszuhauen oder auch von Velvet. Einfach für ein bisschen mehr Loot, aber ich hebe lieber für den großen Boy auf. Okay. Nettes Zeug. Kann man brauchen. Denke ich zumindest. Loot-technisch ist doch eher. Naja, keine Ahnung. Ich bin auch nicht sicher, worauf ich die anderen Leute bauen will. Rokuro und Velvet relativ klar, physischer Schaden und Abwehr. Aber Eisen kann ich leider nicht so schnell neues Zeug geben. Und Luffy Set leider auch nicht. So, kannst mich mal. Ich sehe lieber erstmal nach, was hier ist, bevor ich irgendwas verpasse. Ah, nein, es geht auch nach unten. Verdammt. Und ich hätte schon Hoffnung, dass es nicht passieren würde. Dass hier nur eine Sackgasse enden würde. Obwohl, theoretisch ist es ja eine Sackgasse. Oh mein Gott, wie viele Gegner kann ich auf einmal jetzt besiegen? Los, kommt zusammen. Komm. Seid brave Mistviecher, oh mein Gott. Wer ist OP? Ist wieder OP. Auf geht's. Mal gucken, wie viele Slimes es gleich werden. Mehr als genug Slimes. Ach, mehr als genug. Aus. Absolut notwendig, das so zu machen. Schade, ich dachte, die mystischen Art würde sich jetzt wieder nach Dingen füllen. Nach Kills. Oder vielleicht doch. Oder was? Das war der ganze Kampf.
Hey, das waren 4 Slimes. Ich hätte es wirklich mehr erwartet. Verloren, Sieg und Sieg. Wuhu. Let's do this one run, get some style, guys. Oh, ein bisschen mehr. Ach komm, machen wir das mehr jetzt. Das war jetzt echt enttäuschend. Ich dachte, ja, das wäre jetzt. Es wär viel besser, wenn das ein einziger riesiger Kampf wäre, einfach. Das würde ich bedeuten, mehr feiern. Okay, hier geht's nicht lang, schade. Aber so ist er echt traurig. Ja, gefährliches Treffen. Am Arsch gefährliches Treffen. Jawohl. Mach einfach. Einfach nur wild, was hier passiert. Wer hat noch Bock? Ich sehe doch gerade, man wird. Nicht in irgendeine. Huch. Ein Armgriff der Katita als Banner-Katalysator benutzt. Achso, eine Ausrüstung. Ich dachte, das wäre wieder so ein Ding. Ist aufgefallen, dass man in so eine Kampfarena teleportiert wird. Wie die Umgebung aus. Ich dachte immer, das wäre eine Extra-Arena oder sowas. Also halt eine separate Kampfarena, die nur hintergrundtechnisch zur Umgebung passt, aber. Nee, ist tatsächlich der richtige Hintergrund, wo man gerade läuft. Unterwegs ist. Das ist schon mal stabil. Trotzdem schade, dass ich gerade nicht gegen 5 Gegner auf einmal kämpfen durfte. Das wäre halt ein wirklich wilder Kampf gewesen. Da hätte jetzt das Looten wahrscheinlich auch gleich mal nochmal mehr gelohnt. Aber diese Kugel, die ich suche, die ist doch auch so ein Ding, ne? Ja. Aber gut, vielleicht wird es mehr per Auftrag angezeigt oder so. Bin ich erstmal in der Nähe, bin wieder mit zum roten Kreis. Das wäre schon stabil. Kann ich nochmal 50% mehr Bewegungsgeschwindigkeit haben, bitte? Die 10% von erst haben nicht gereicht. Ist das nicht Suche? Nee. Kann nicht sein. Kann nicht sein. So, jetzt aber ab. Hinab. Aha. Ich gehe erstmal hier oben lang. Damit komme ich vielleicht wieder auf der anderen Seite, wo ich gerade eben war, wieder hoch. Yep. Und ein bisschen Loot. Huch. Nett. Cool, hier ist es viel also. Gott, bist du hässlich, Alter. Na auf. Jo, pack aus, ist in Ordnung. Aber welche Art hatte ich jetzt nur für den gemacht? Die Art, die nach links ging, okay. Der schützt sich leider sinnlos. Na, viel Schaden kommt gerade auch nicht zusammen. Nee.
Immer, wir haben schon ein paar Seen abgenommen. Der Rokuro ist gestanden gehabt. Warum darf sie sich so massiv schützen? Jawohl, er ist gestunt. Auf! Okay, was zum Fick? Was hast du für eine Scheiße? Oh mein Gott. Oh mein Gott, nein. Nein! Nein! Ich muss meine Leute wechseln. Fuck. Hallo, Tab und... Nee. Tab und wechseln. Locken und das geht nicht, das geht nicht. Lass mich doch wechseln. Hallo. Oh. Figuren wechseln, AD. Ja, danke schön. Hier, Eisen. Oh Mann, was hat der denn? Der will auch nicht mehr erst tanken. Und ich wollte eigentlich schön mit einem Dingens besiegen. Ich find's ein bisschen kacke. Ach, hier haben wir Objekte. Ist aber für den Kampf anscheinend gesperrt. Tank des Lebens. Ich kann... Oh! Wunderbar. Okay, lass mich wieder zurück zur Welt wechseln. Nein, es hat sich aber kein Angriffsding mehr. Oh, sinnlos. Oh, schade. Aber was ist denn mit Luffy Set? Der kann doch. Der kann doch. Oder kann der nicht? Der soll sein Ding machen. Mach dein Ding! Tu es, Luffy Set! Oh mein Gott, bist du useless. Mann, ich will, dass Luffy Set eine scheiß Spezialfähigkeit macht, da denkt sich er so. Nö. Ah, Feierabend. Ach komm, so schlimm war auch gar nicht. Keine zieldeutsche Weste, aha. Die war doch mittlerer Schwierigkeit, ja. Wild. Aha, okay. Ja, mittlere Schwierigkeit ist für mich leider nicht interessant, weil ich auf normal spiele. Damit kann ich da halt nichts anfangen. Und Ausrüstung grinden will ich da auch nicht unbedingt. Von daher ist das schon mal flüssig. Schade, dass ich ihn jetzt nicht mit Velvet Spezialfähigkeit töten konnte. Das hätte natürlich richtig gaudi gemacht. Da nochmal ein bisschen mehr Loot abzufassen. Und Luffy Set hat irgendwie keine oder so. Keine Ahnung, was da los ist. Aber gut, dass es vorbei ist. Das heißt, der Kampf nervt schon mal nicht mehr rum. Der Kampf war ja auch jetzt an sich nicht sonderlich hart. Wow. Welch hartes Rätsel. Tschüss. Oh, reicht's doch gar nicht. Doch. Ah, super für eine Kiste. Ein Windring. Cool. Mal gucken, wann das auch mal lustig wird, solche Sachen dort auszurüsten. Ob da nochmal ein Gegner kommt.
Oder vorne so eine Katztruhe. Auch gut. Sie brauchen wohl einen übersehen, also. Ich übersehen, ich hab's noch nicht aufgemacht. Wir müssen the perfect place for prognostication. Eeny, teeny, spiny crow. Which way shall we go? Mogilu. Oh, verily the icy glare of death. Boy, which way do you think is best? I... There must be a way up somewhere. Let's find it. Why so glum, Velvet? The thought of killing a man weighing heavy even on your own damaged conscience? Not especially. But I wonder how you remain so flippant about it. Hey, I'm not here to murder anyone. I'm just tagging along in search of my traitor. Do we have to kill him? Can't we just make him stop this nectar business? I don't think he'd listen to us. Huh? Word in the taverns is that this high priest is a real shady character. The Abbey and the religion are popular now, but 3 years ago, no one had heard of them. High Priest Gideon was the one who led the church through those dark days. But once Malakim became visible to the general public, and they learned how effective Malak arts were against demons, that all changed. Humans are such fools, only believing what they can see with their own eyes. And once the church had attained popular support, a nasty power struggle swept through the ranks. Many vied for the mantle of High Priest. Charlatans, power-hungry converts, but they all faded away. They left the church? No, they all met their maker. Some from disease, others from accidents. And in the end, Gideon became High Priest. He may be the head of the church, but the people clamor for Shepherd Artorias. That's got a sting. Either way, if we're to face him, he might have some tricks up his sleeve. We'll need to keep our eyes open. It doesn't matter who he is. We just do our job. Stabile Ansage. Vielleicht geht's Velvet ja auch mal wieder ein bisschen besser vom Hunger her. Wenn sie einfach mal einen dicken Hohepriester verschlingt, man weiß es nicht. So, was gibt's hier? Eine Katze. Ja, schön. Ein Zylinder. Aha, danke. Lauf. Kein Bock auf die Standardgegner. Ich bin viel zu überlevelt für die. Die verschwenden quasi nur meine Zeit. Sollte ich vielleicht doch einfach mal hochstellen? Hoch. Also nach schwer kommt hoch. Du hast Schwierigkeit schwer durch und willst mehr. Höhere Objektabklingzeit und andere Herausforderungen werden deine Fähigkeit wirklich Probe stellen. Klingt ja alles ganz nett, aber... Ah, ich weiß nicht. Sinnlos dafür jetzt umzustellen. Weil die Kämpfe werden ja wohl irgendwann noch mal schwerer werden. Ich hab dann keinen Bock, irgendwelche Sachen groß zu optimieren oder so. Ah, mal gucken. Vielleicht nehme ich einfach erst das Play New Game Plus auf. Boah. Nein, Gottes Willen. Ich glaube, das Spiel einmal durchzuhaben reicht eigentlich. Eigentlich schon bei Final Fantasy Type Zero damals New Game Plus machen müssen für das, was ich alles verpasst habe. Oh yeah, 7 Talismünzen. Wofür auch immer. Nett. Immer her mit dem Stuff. Oh, mehr Wächter. Cool. Na, also. Wer hätte gedacht, hier geht Wasser runter. Wenn das mal kein stabiles Rätsel ist. Wieso machen die echt so ein Rätsel nicht? Also an der Stelle wäre es cool gewesen, so wenn einige Schalter das Wasser hoch und wieder runtergelassen hätten. Dass man sich den Weg so hätte bahnen müssen. Man weiß es nicht. Trank des Lebens, aha. Ah, jetzt haben wir hier so einen Schalter. Ah, so viel dazu.
Es geht weiter nach vorne. Stabil viele Slimes wieder an Decke, die ich leider nicht auf einmal bekämpfen darf. Das wäre wohl auch zu wild gewesen. Geil, für ein paar Seen habe ich das gemacht. Achso, ne, hier ist wieder so ein versteckter Gang. Mit einem weiteren Ausgang. War es der richtige Weg, den ich nehmen sollte? I am Confusion. Ist sich beinahe so aus. Dann muss ich natürlich wieder sinnlos den anderen nehmen. Das hilft alles nichts. Wo ich noch mehr von diesen Passagen übersehen habe. Was würde ich jetzt wieder für Sprinten geben? Hoppala. Zieh ab, Kollege. Na, ernsthaft. Wenn ich diese R-Fähigkeit mache, lädt sich die Spezialfähigkeiten Viertel auf. Ich glaube, je nach besiegten Monstern nach Kämpfen halt, aber nee. Jedes Mal, wenn ich die Spezialfähigkeit einsetze, lädt sich der Unterkreis ein Viertel auf. Das heißt, nach 12 Einsätzen der Spezialfähigkeit kann ich die mystische Art nochmal raushauen. Aha, ich hab gleich den Weg genommen. Was soll ich? Ich sehe keinen Sinn darin, das zu machen. Ich habe auch mal Bock, gegen so einen Spezialgegner anzutreten. Ich kann es welche machen, wenn ich in Locals fertig bin, dass ich dann mal auf der Handelsstraße meine Viecher alle abschlachte, um zu gucken, ob ich denn nicht so einen Spezialgegner beschwören kann. Die kommen, wenn man genug Kämpfe gemacht hat, mit genügend hohen Rang. Das könnte noch interessant werden. Das mache ich dann bald meinen nächsten Folgen, sobald ich hier fertig bin. Huch. Ich habe mehr als genug Silbermünzen. Aber was mache ich denn mit diesen Silbermünzen? Loot, Materialien? Nee. Potentite auch nicht. Wertsachen. Mode. Nö. Addons habe ich erst recht keine. Was mache ich mit diesen Münzen? Das ist schon leicht sinnlos. Ach hier. Was kann ich verkaufen? Na geil. Dann werde ich das mal bei der nächsten Gelegenheit noch machen. Hey. Überall Mistviecher. Und noch ein bisschen Geld. 880 Geld. Das ist aber eine verdächtig spezifische Summe. Huch. So viele Silbermünzen, die ich alle nicht nutzen kann. Ebenfalls nicht. So, Teleportationspunkt. Ich könnte theoretisch. Klar. Nee, das wird zur Stadtseite sein. Trotzdem übelst weit laufen. Nee. Mache ich jetzt nicht. Das wäre Quatsch. Nur wegen ein paar Silbermünzen jetzt zum Shop zurückkehren, das wäre relativ sinnlos. Lieber hier speichern. Gleich den Kampf machen. Oder. Wie lange genau läuft die Aufnahme jetzt eigentlich? Ich weiß nicht. Ich könnte doch einfach jetzt hier Folgenpause machen.
muss mir oben erst einstellen, dass ich sehe, wie lang die Folge genau geht. Das ist auch irgendwo mal nervig. Na, wird schon. Ich kann noch mal kurz Spaß haben, mein Equip durchchecken. Besonders bei Eisen, ob es da irgendwas gibt. Meisterfertigkeit. Wofür genau ist der Fokus da? Sehe ich das denn nicht? Was genau die Werte machen? Oh, hier nochmal so eine Story-Zusammenfassung. Auch cool. Nee, Kampf. Nee, was wollte ich gerade machen? Ich wollte gerade irgendwas gucken. Was war's? Ich habe auf Eisen geguckt. Achso, Fokus. Der Fokus. Wozu ist der gut? Sagen die mir zufällig. Fatale Gegner. Oh ja. Habe ich überhaupt das Ventil des Waagehalses? Kriegsart, flinke Tritte. Velvets Kampffähigkeiten, das müssen wir vielleicht auch mal durchlesen, so bei der Gelegenheit. Abwehraufladungen. Behalte eine Abwehr für eine Sekunde bei, um die Chance zu verdoppeln, den Gegner zu betäuben. Okay, das werde ich vielleicht auch bald mal machen. Habe ich diesen Ventit dafür überhaupt? Ventit? Doch, das Scharfschützen. Das Waagehals habe ich auch, okay. Oh, ich kann noch Ausrüstung gerade mal bei Stufe 3 machen. Sinnlos. So, das beantwortet jetzt aber meine Frage nicht, was genau die Stats sind. Kombi-Boni, auch interessant. Werte hier. Betrifft die Sehengrad, Regenerationsrate und Chance, Statuseffekte zu verursachen. Okay, das ist nichts, was ich wirklich vernachlässigen sollte. Im Gegensatz zur normalen Verteidigung oder Artverteidigung. Fokus schon stabil. Aber gut. Darum kann ich mich auch nächste Folge kümmern. So, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir ins Schloss gehen. Also, bis zum nächsten Part und bis dahin.